Hier sind die Autoteile und unten sind die Autos. Wow, ey. Ich fall vom Glauben, ey. Echt. Jetzt geht's halt ab hier. Ich sag euch das. Die alte Zahnarztpraxis. 83. Boah. Mega. Eine Modelleisenbahn. Da kommt die Rundung hin. Was ist denn das für ein Ding? Spannend, richtig spannend. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen kleinen Lost Place Abenteuer. Leute, heute gibt es eine Location, die habt ihr vielleicht auf YouTube schon ein paar Mal gesehen. Ich habe mir aber gedacht, es geht ja nicht immer darum, so die heißesten Locations zu finden und zu machen, die kein anderer hat, sondern jeder, der ein Video hochlädt, erzählt die Geschichte dann natürlich anders und findet andere Dinge heraus. Und deswegen bin ich nochmal hier. Ich war tatsächlich in der letzten Woche schon mal da und da gab es einen riesengroßen Run und viele Menschen waren hier. Und da dachte ich, das lohnt sich jetzt nicht, darüber ein Video zu drehen. Warten wir mal ab, machen wir in Ruhe. Und jetzt unter der Woche ist jetzt so unsere Zeit gekommen, um jetzt mal hinter die Kulissen von diesem wundervollen alten Zahnarzt zu werfen. Du bist mit am Start, freust dich? Nein. Spannend? Du warst noch nicht da. Darf ich sagen, dass die Anmoderation nach dem Video kommt? Weil eigentlich war ich ja schon. Nein, ich freue mich, es wird gut. 3, 2, 1, Leute, es geht los. Ja, das möchte ich jetzt sehen. Ich komme da nicht runter. Wie das Intro. Komm mal her. Nee, nee. Gib mal an. Nee, nee, geht nicht. Ich kann da nicht runter. Das ist richtig, richtig, richtig glatt. Hättest du ja gesagt. Richtig glatt. Ist kein barrierefreies Lost Place. Ist das eine Stange? Nee. Jo, klar, ist kein Ast. Ist das rutschig? Nein, überhaupt nicht. Let's go, also das ist echt eine Bude, ich sag dir das. Wow. Gegenüber ist jemand. Am Fenster? Ja. Ja. Nee, guck mal, der guckt uns an und jetzt dreht er den Kopf weg und spricht jetzt da mit jemandem. Beobachte den mal. Ich beobachte den? Du? Ja. Ich soll ihn beobachten. Ja, guck dir den Typen mal an. Okay. Da, der Typ, der da steht. Ich seh keinen Typ stehen. Ja, willkommen. Schön, ne? Willkommen an Bord. Genau, wir starten direkt. Ich würde aber auch sagen, wenn ich mir das hier so anschaue, dann ist es nicht erst seit gestern offen, das Ding, ne? Das ist schon etwas länger so, wie es ist. Auch der Bereich hier, das ist, ich würde schon fast sagen, gar nicht kaputt, mutwillig zerstört, um hier reinzukommen, das ist einfach verfallen. Hier ist alles nass, hier ist alles dreckig und das ist eine Zeit, das ist hier nicht 2010, sondern das ist schon das ist 80er, ewig 90er. Raus. Mega. Das muss ja Messi gewesen sein, oder? Ich bin mir nicht sicher tatsächlich, wenn ich mir das so angucke, aber hier haben ja echt super viele Menschen schon durchwühlt. Jetzt nicht durch so eine Urbex-Tour, Leute, die sich dafür interessieren, sondern das ist ja schon sehr, 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 sehr lange so. Also das ist ja nicht frisch durchwühlt, sondern das muss ja schon Jahre so sein. Hier steht eine Seitenwand, ist da Trabi oder sowas? Ich weiß es nicht. Hier steht super viel, ey. Also ist das Zwang vom Auto Felgen? War das ein Oldtimer-Sammler oder was? Okay, geh mal da lang. Oldtimer-Sammler drin, glaube ich. Wahnsinn, ey. Einfach unglaublich hier. Hier riecht es aber auch ein bisschen nach Pipi. Findest du? Ach du Scheiße. Jetzt geht's halt ab hier, ich sag euch das. Ist das eine Praxis oder was? Mega, ne? Oder war das so ein Privat-Irgendwas-Hobbyzimmer? Ich find's super krass. War das hier ein Wartezimmer oder so? Da steht ein Bein. Da steht ein Bein. Und hier hast du, guck dir das mal an. Heftig, oder? Die ganzen Zahnprothesen da hier oben. Ist schon ein bisschen nicht so geil. Ne? Da ist ein Gebiss. Das ist ein Gebiss von hier in den Schrank. Guck mal hier. Ach du Scheiße. Ja, das ist noch hier. Ist ja schon mal schön, dass das alles noch da ist, ne? Das darfst du jetzt wegen Datenschutz gar nicht zeigen. Das sind private Gebisse. Findest du? Naja, da kannst du ruhig zeigen. Das sind nicht schöne Gebisse, aber. Nee. Sehr seltene. Vor allem die Geräte. Guck mal, wie die Absauger sind so. Oh, das ist ja Horrorarzt, ne? Das ist ja uralt. Findest du? Ist da irgendwo ein. Ja, guck dir mal, ein Stuhl. Klar, was ist ja, das 70er? Guck mal, der hat hier an der Seite so Knöpfe zu verstellen. Der sieht aus wie so ein amerikanischer Autositz. Die haben doch garantiert irgendwo so ein technisches Label. Da steht doch bestimmt ein Datum drauf. Ich hab mal geguckt, guck mal hier, an der Wand. 1996. Ich habe auch mal überlegt hier, das sind ja immer so unverkäufliche Proben, die kriegen. Aber da steht kein Datum drauf. Nee, steht nicht drauf. Das findest du nicht raus, was das hier ist. Alter, das ist ja alles. Aber guck mal, aber hier, guck mal hier. 83, 1983. Das kann schon gut sein. Rechnung, ey, ist das verrückt? Leute, eine kleine Miete. Ein Behandlungszimmer, eine Praxis, aber die ist wirklich, das ist wirklich nur ein Raum hier. Ja, aber guck mal, leuchte mal hin so nochmal. Ja gut, das sieht man relativ, aber die Lampe hier oben, dann dieser kleine Tisch hier, das ist ja. Sieh, der Reflektor gehabt. Ja, das ist aber so ein Lämpchen, was immer noch geht, ne? Das hat der Zahnarzt heute noch. Ja, meiner nicht. Das funktioniert immer noch. Ja, die haben schon LED, aber das ist. Boah, nein, hier! Spektakulär. Sind da noch Dingens drauf? Klar, der Bohrer. Oh, nee, ne? Doch, hier ist er. Nee, ja. Da gibt's doch nur so eine Raspel, die so super scheiße laut ist. Vor allem, was ist das hier? Ja, eine Prothese. Hallo. Oh, falsches Bein. Wahrscheinlich, vorne. Mit Ablauf, guck mal, wenn der Stumpf schwitzt. Spritze! Jo, mit Nadel. Mit Flüssigkeit noch drin. Aber. Doch, wirklich jetzt.
Würde man ja eigentlich mal abspritzen, oder? Geht das noch? Oh. Keine Ahnung, was da drin ist an Zeugs, aber... Boah. Überall irgendwelche Bücher Autos, von Autosachen. Freundescheiß da, hier hast du, keine Ahnung, leere Verpackung von Pepperonis. Was ist da hinten? Guck mal, die Regale. Die sind in sich zusammengefallen. Ja, ich glaube nicht. Wo geht's weiter? Ich weiß nicht, geh doch mal geradeaus. Ist das strange hier? Ja, hier ist ein zweiter Bahnungsraum. Nee. Ich glaube, ich habe Schritte gehört. Das ist aber wirklich ein Behandlungszimmer hier. Guck mal, weil da, dieser Schrank, der ist ja völlig integriert in dieser Fensterbank. Jetzt noch Abläufe im Boden. Kanister, gehört auch in jede gute Praxis. Guck mal auf den Kanister, was für ein Druck der ist. Nee, das ist schon grüner, das wird schon Bundeswehr. Du kriegst auch so Reichskanister manchmal, da sind dann irgendwelche speziellen Logos drauf. Ne? Hier ist der zweite Meinungsraum. Hier hast du das Laub, auf der anderen Seite hast du was Grünes. Hier ist nämlich so eine andere Farbe. Aber guck dir mal auch die Decke an. Ja, die ist ja wunderschön. Das war bestimmt mal ein alter Herrenhaus. Das war teuer. Oh, Toilettenbereich. Endlich Licht. Hier war der Eingang. Ja, okay, ne? War das hier der Haupteingang? Nee, für die Praxis. Was? Nur für dringende Fälle. Komm her. Gehen wir davon aus, dass auch der Zahnarzt, die Zahnärztin hier gelebt hat und du konntest dann auch wirklich mitten in der Nacht hier anrufen oder anschellen und die aus dem Bett holen. Also wirklich, wirklich verrückt. Da hat einer hingekackt vor Aufregung in der Bude hier. Dann kommst du also rein ins Wartezimmer. Ja, aber verstehe, wenn du zum Zahnarzt gehst, da bist du nervös. Ne? Ja klar, vor allem. Selbst im Nachhinein noch. Ja, wo du aus dem Wartezimmer hier, wo ist denn der Empfang? War so eine kleine Klischee, der hat zwei Behandlungszimmer gehabt. Dann gehst du quasi rein, du wirst reingerufen. Hast du dann direkt noch einen Seitenteil von irgendeinem Auto da stehen? Heftig, ne? Cool. Was steht denn da? Was steht da? Ich weiß nicht, so ein Seitenteil. Cool. Ja, dann bist du hier, Behandlungszimmer 1 gewesen und Behandlungszimmer 2. Das ist die von der anderen Seite. Sicher? Ja. Okay. Das ist halt so unglaublich krass, Leute. Du riechst hier noch den Zahnarzt, du riechst hier diese sterilen Mittel. Und wenn ihr das jetzt riechen würdet in dem Video, also wenn es Geruchsfernsehen, Geruchs-YouTube geben würde, dann wisst ihr genau, was ich meine. Also das ist echt, den wirst du auch nie wieder rauskriegen. Und das sieht echt spektakulär aus. Und die Unterlagen waren ja irgendwie aus den 80er Jahren. Möglicherweise war hier dann so Anfang der 90er Feierabend. Genau. Viele Dinge, die zurückgeblieben sind. Es tut mir echt leid, dass die Bilder gerade ein bisschen dunkler sind, weil ich die Taschenlampe nicht dabei habe. Aber wir haben gleich noch ein paar hellere Räume. Ja. Wahnsinn, ey. Oder? Ja. Schlecht hier. Ich würde sagen, wir gehen mal upstairs ein bisschen hier. Kommt man da noch hoch? Ja? Dass wir da gleich durchkrachen. Da kamen wir rein, ne? Von da. Jetzt geht's hier die erste Etage. Weißt du, hat mich das so ein bisschen erinnert? An die Anna-L-Klinik. Ja? Ja, die war noch schlimmer. Erste Etage. Was erwartet uns hier? Oh, Taschenlampe leer. Ich habe nur mal mein Handy mit. Ja, nix. Ja, die Wohnung. Ja. Ja. Ja, ist halt so typisch, ne? Barock. Oder? Kennt man so Möbel? Ja, ein bisschen Vandalismus ist entstanden, ne? Oder halt in sich zusammengefallen. Also, das scheint jetzt hier ein Wohnzimmer zu sein. Das sind Hüte zu sehen, Leute. Da ist irgendwas Schimmeliges noch in einem Glas drin. Eine Melone. Was ist eine Melone? Der Hut. Das ist ein Kiwi. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der einfach so gekippt ist, weil er lustig ist, sondern einfach, weil ihn jemand umgeschmissen hat. Ne? Nee. Guck mal hier, im nächsten. Was haben wir denn da? Das ist einfach in sich zusammengesackt. Das hat ja keiner umgekippt. Der ganze Schrank ist hervorgekommen. Meinst du? Ja, siehst du doch. Ja gut, der Boden ist halt auch hier schon ein bisschen schräg, ne? Sand? Ausgleichssandmasse haben die früher gemacht mit einem Teppich, ja klar. Sand drunter? Hm? Okay. Ich finde das mega. Ich finde den Bau total cool. Das Horrorbad. Ui, Hossa. Alte Waschmaschine. Was ist das denn, ey? Von der Reine. Tatsächlich, das ist alles nach vorne gekippt hier. Boah, ist das scheiße. Ist der Code? Ist. Nee, das nicht, aber. Die waren nicht. Oh, guck mal hier. Molinex. Ach du Scheiße. Ist auch sehr sicher hier mit dem. Geht man da geht schon wieder da oben los, ne? Die Decke. Nee, die ist. Safe. Abgehangen. Ich krieg ihn nach Scheiß hier. Ja, ich weiß. Warum? Weiß ich nicht. Warte, ich muss erst hier aus dem Ding rauslaufen. Jetzt wird's pervers. Ja, wahrscheinlich. Jetzt wird's richtig pervers. Wasser. Aber hier, doch, da ist Graffiti. Ja, kommt ein bisschen, ne? Aber ja. Der Boden ist irgendwie weich. Ich möchte hier nicht stehen. Ist das so scheiße? Ja. Der Boden hier.
Der ist ja nicht weit. Ja, doch, ich bin ein Stück weit. Ah, ja, okay, ja, ich mach das jetzt. Ich gehe jetzt auch nicht so weit. Aber Leute, Gentle Skin. Oh, guck mal da. Das könnte spannend werden. Da muss ich dann tatsächlich doch mal einmal hin. Urindrainagesystem. Die Person hier war schon definitiv älter und hatte schon körperliche Wehwehchen. Ja, für mich ist jetzt gerade spannend herauszufinden, wer lebte hier, wer hat hier gewohnt bis zuletzt und wer war jetzt letztendlich auch Arzt oder Ärztin. Aber das ist halt ein bisschen schwierig herauszufinden, weil es relativ wenige Unterlagen gibt, die direkt darauf hinweisen, was hier passiert ist. Ja, damit. Herrn Zahnarzt Werner Punkt, Punkt, Punkt. Also es war auf jeden Fall der Mann, der hier den Zahnarzt gemacht hat, gespielt hat, gelernt hat, ausgeführt hat. Okay. 17.07.56 abgestempelt. Das gibt's auch gar nicht. Wie heißt der mit Vornamen? Werner. Der Typ ist von 39, wie es scheint. Zum Wann ist er verstorben? Jahresgedächtnis 2014. Ja. Schwester, bla 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 und Familie. Ja, die Etage haben wir durch. Jetzt haben wir noch ein Schlafzimmer. Das sieht, glaube ich, auch mal ganz cool aus. Oder? Hier haben wir Wohnzimmer, da ist Schlafzimmer oder was? Let's have a look inside of the Schlafzimmer! Okay, nee, doch nicht. Ehebett, Spiegelschrank, Lampe und wieder Stuck an der Decke. Das ist aber auch kein Baumarkt, Tum-Baumarkt, Spaßstuck. Das ist echter Stuck. Da kommt der runter, guck mal über dir. Dahin. Handgemachter Stuck, ja. Da kannst du das schön sehen. Ja, wobei könnte auch Styropor sein, aber ich glaube, damals gab es gar kein Styropor, das ist alles echt. Frauenklamotten, Männerklamotten. Also der Mann war Zahnarzt, da finde ich schon mal gut. Das haben wir schon mal rausgefunden und der ist sehr alt gewesen. Geht's hoch noch? Ich finde auch das Treppenhaus cool, ne? Ultraschall. Schön breit, ne? Ja, mega. Trotzdem. Ist auch an sich ein schönes Anwesen von außen, wenn du dir das mal anguckst. Ja, trotzdem macht Pipi hier. Nein! Was ist? Eine Modelleisenbahn! So. Warte. Ich muss Video storifizieren hier, fertig. Könnte man sogar im Weitwinkel mal machen. Mega, Leute. Wollt ihr das sehen? Was ist das? Borgwart. Borgwart sagt mir nichts. Ich frage mich gerade Spur, Größe H0. So ein bisschen kenne ich mich ja aus. Das ist eine alte Märklinbahn. Das sind nämlich noch Metallschienen. Die neuen sind nämlich Kunststoff. Das ist nämlich noch eine Vollmetallanlage. Da gibt es ein paar Signale, die auch so in die Größe gehen hier. Guck, hier kannst du die Weiche stellen. Mega, mega. Aber das ist cool. Guck mal. Da hat aber schon mal einer was kaputt gewerkelt, weil hier liegen diese ganzen Bauteile rum. Die gingen nämlich theoretisch hier mal weiter und irgendjemand hat hier angefangen, Sachen zu zerstören. Guck mal, aus Pappe gebaut, so Pappmaché-mäßig. Zeitung-Pappmaché, ja. Ja, das gehört aber hier nicht hin. Da kommt die Rundung hin, glaube ich. Guck mal hier, da hat er mit so einem Metall-Cut-Verkleidungsding den Tunnel gebaut. Ja, da passt er hin? Nee. Weil du müsstest ja hier theoretisch irgendwie wieder rauskommen. Ja, boah, ja, du hast recht, ey. Da sind wirklich viele Kabel. Guck mal hier. Ah, jetzt geht's los hier. Das ist schon, das ist auf jeden Fall nicht alt. Das ist uralt. Nein. Doch, doch. Das ist komplett blank. Das hat doch einer verloren. Ja, sicher. Da wollte wohl einer was ziehen hier, ne? Schön. Also wirklich, wirklich, wirklich schön. Aber das macht mich Muss man sagen. Das Messer. Guck mal, da steht alles da drauf oder so? Nee. Das ist ja billige Baumarkt-Scheiße, ne? Ja, noch nicht mal Baumarkt. Ich meine, dass ich auch vor 15 Jahren mal so genau das gleiche hatte. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass das uralt ist. Das ist deins. Hau ab, ich will so eine Scheiße nicht. Ich finde solche Dinger sowieso total sinnvoll hier. Ist deins. Ja, ich brauch sowas auch nicht. Hast du den Hofer schon gesehen? Nee. Ich hab den gesehen. Ich bin wirklich gerade überrascht, ne? Oh, da steht er. Ja. Ui, das ist ein älteres Schätzchen, ne? Ich bin sehr überrascht. Dass er noch hier ist? Ja, aber hallo. Weil ich war an einem Tag hier, da waren bestimmt 10 Leute in unter einer Stunde hier. Und die haben sich hier alle die Klinke in die Hand gegeben und jeder war geil auf den Staubsauger. Ich? Guck mal, hier trinkst du hier an der Seite drauf, dann kannst du ihn klappen. Ja, und ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass den einer mitnimmt. Und deswegen finde ich das ganz cool, dass der immer noch hier steht. Dass der noch nicht bei Kleinanzeigen ist? Ja, wirklich jetzt. Ja, also ich hätte da locker mit gerechnet, dass an dem Tag das Ding noch weg ist. Weil da alle irgendwie so, boah, der ist voll geil und selten. Wenn der Naja, schön, auf jeden Fall. Was passiert hier? Boah, die ist schöner. Ja doch, boah, guck mal, ey. Was? Die Küche, die sieht schöner aus. Die ist viel schöner wie die anderen. Ist das ein Gas hier noch? Jo. Aber der ist doch, der ist angeschlossen. Nein. Nee, der ist nicht angeschlossen. Ja gut, ist doch besser so, ne? Da hinten gibt's nochmal eine Toilette. Da hast du, boah, der Fernseher, ey. Leute. Boah.
nicht schön? Ich weiß nicht, ich möchte da nicht stehen. Der Fernseher ist geil, meinst du, der geht nachts hier auch noch an? Ja, so ja. Der flimmert dann nur. Ich hab noch mal besser ausgefunden. Warte, der flimmert. Oh, weggebügelt. So, wie hast du das heiß? Ach, da kommt ein Stecker drauf. Da kommt ein Stecker drauf. Ich hab jetzt erst gedacht, der wird mit Wasser gefüllt, weil die alten Bügeleisen sind ja mit Wasser gefüllt worden. Und dann kommt das Ding von Kevin allein zu Hause hier so. Von oben mit dem Ding. Oh, ist schwer, ne? Harry. Ja. Halt mal kurz. Der Fernseher flimmert. Wahnsinn, wirklich. Also schön, das ist echt total kaputt und zerkloppt, sicherlich. Das ist aber sehr, sehr viel Gammel, ne? Das ist nicht, es ist halt schön, zerkloppt. Ja. Es ist echt, es zerfällt, weil sich halt keiner mehr drum gekümmert hat. Und da frage ich mich halt, so auch rein optisch, das Ding ist ja bombastisch. Das ist ja so eine richtige Villa. Ja, die Gegend. Draußen hätte man das nicht lieber instand halten können. Jetzt weil ist es echt, jetzt ist fertig. Ist ganz wahrscheinlich. Das ist sehr schade drum. Die hatten ein Vögelchen. Hier ist eine Klingel und ich glaube, das ist so eine Klingel für, wie heißen diese Dinger, Wellensittiche? Auf jeden Fall. Bist du bereit? Ich war ja schon mal da, deswegen heute darf ich dir, kann ich dich... Ja, geh mal da hoch, da fällt dir aber einer aus der Hose. Wenn ich mich da hinstelle, komme ich im Keller wieder raus. Nein, nein. Ach, du, guck mal hier, ganze Wendsäule. Ja, das war nicht alles, ne? Was ist das? Also zumindest war, als ich das erste Mal hier war, noch... Gut, alles kann ich ja nicht beurteilen, aber... Sau viel da. Ach du Scheiße. Wenn du schon sagst, ach du Scheiße, ist es noch so. Jede Menge Autoteile. Ja. Boah, Lederbezüge. Ja. Roten. Mega, oder? Ist das Wahnsinn? Ohne Ende. Frontscheiben. Oder Heckscheiben. Karosserieteile, Sitze. Von allen erdenklichen alten, guten Autos der Welt. Hier ist die Seite der Kotflügel. Anbauteile. Da hinten Kotflügel, Motorhaube. Ja gut, du hast gesagt, der hat in der Garage auch noch zwei, drei Autos stehen, ne? Guck mal, der hat einfach vorgesorgt. Ja, aber ey, guck mal, ich habe keine Ahnung, was das für Teile sind. Ich glaube, das sind Ami-Teile oder so. Ich bin da voll nicht mit drin. Wenn ich mir das angucke hier, dieser runde Scheinwerfer. Aber guck dir mal an, bitte, wie massiv das Ding ist, ne? Das ist unkaputtbar, das Zeug. Ja. Ich bin nicht mit drin in der Thematik im Oldtimer. Gut, ich fahre jetzt altes Scheißdrecks, verrostetes Auto, aber... Gesundheit, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das alles für Türen sind. Schreibt's gerne in die Kommentare, Leute. Okay. Wahnsinn. Rohr, dann kommt da so ein ganz kleiner Mittelschalldämpfer oder Endschalldämpfer und dann ist schon raus. Nix, cut. Ja. Was sind das für Kotflügel? Was glaubst du? Ich hab keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nichts Deutsches. Nee, ne? Hansa 1100. Was ist das? Warte, Wikipedia, weißt du, wie, schätz mal, von welchem Baujahr dieses Auto ist? Nicht von 1100. 500. Nee, schätz mal. 500, sag ich. Keine Ahnung. Warte, der war Zahnarzt dann und dann, ich sag mal 50er Jahre. Und das sieht so aus. Nein. Das ist doch mal hier Adolf Höst persönlich, oder? Hansa 11, wirklich jetzt? Ja, sicher. Ach du Scheiße. Hier sehen. 1934, tatsächlich. Ja, aber gut, bis aber die passt doch gar nicht dahin, die Haube. Die passt gar nicht zu dem Auto jetzt. Ja, sieht auch ein bisschen komisch aus, ne? Die Wirkung passt nicht ganz. Vielleicht hat er einmal, vielleicht ist das wie so ein typisches AMG-Ding. Da hat sich einer Hansa 1100 draufgeschrieben, obwohl der... Ist nur ein Hansa 1000. Hansa 900. Hansa 1100, ja, das ist das Ding. Ja, genau, das kommt schon hin. Das ist aus einem Baujahr, 50er. Ablehnen. Alle akzeptieren. Jetzt kommt hier keine Ahnung. Vintage Hansa von Land ist das? Ich weiß nicht. Ist doch scheißegal. Also das ist auf jeden Fall, das passt aber eher, das ist so ein Trabi-Verschnitt. Ja, guck, da ist die Heckklappe. Von 61, ja gut, lag ich mit 50 nah dran. Da sind auch die Heckklappe, ja, guck mal. Jo, das sind die Dinger. Das sind die ganzen Dinger. Das ist ein Hansa, wir bauen uns einen, Hansi. Ja, vor allem, das ist 60, 70, 80 Jahre alt und die hier, Scheiße. Guck mal, das sind die Kotflügel von dem Hansa? Ja, und hier liegt der Rahmen, da hinten liegt ein Rahmen. Wie? Da liegt ein Rahmen. Quatsch. Wie baust du jetzt zusammen? Sollen wir einen bauen jetzt fürs Video? Immer eben, dann sind das auch die Lenksäulen davon. Das ist noch nicht alles. Leute, das ist noch nicht alles, was ihr hier seht. Das wird noch besser. Jetzt gleich kommen nämlich auch noch, hier sind die Autoteile. Armaturenbrett. Und unten sind die Autos. Ich frage mich halt nur, ne? Hat der Wolfgang wirklich jedes einzelne Teil hier hochgeschleppt, um dazwischen zu lagern? Das ist doch total wahnsinnig. Ja, warum lässt man das nicht unten, weißt du? Weil unten wahrscheinlich kein Platz ist. Ja, super, toll, geil. Wie heißt der Hansa 1100? Ja. Sagt mir gar nichts. Habe ich noch nie gehört. Das wird ein DDR-Ding sein oder sowas. Ja gut, die komplette Gondel kostet halt 4.000 Euro, ne? Das ist kein super seltenes System, ne? Ich denke nicht. Ich auch nicht. Springen wir mal ein bisschen auf die Treppe rum. Ach nee. Guck mal, du musst ja erstmal mit den ganzen scheiß großen Teilen hier um die Ecke kommen und dann hier hoch. Ja. Aber das Fenster ist relativ neu, guck mal. Jo. Jo. Da hat man einen eingebaut, ne? Spannend. Spannend, richtig spannend. So, ich bin jetzt für die Mission
Garage. Die Bude ist wirklich krass verwinkelt. Ohne Scheiß, das ist total heftig gleich. Du läufst in alle Richtungen. Das sieht aus wie eine Bunkeranlage. Gibt's keinen Keller? Doch, gibt's. Das ist so ein Halbkeller-Ding, Untergeschoss, Tiefgaragenteil. Im bergigen Höhe sehen Sie nicht. Hey. Prinz Marvin! Ja! Ich war so nicht! Schön! Wir haben uns extra den Tag heute unter der Woche ausgesucht, weil wir gedacht haben, am Wochenende geht das hier richtig ab. Wir auch! Ja, so ist ja, das, ne? Das ist geil! Zwei dumme einen Gedanken. Ja. Wir gehen jetzt mal in die Richtung des Kellers, wobei ich gucke mir einmal nochmal das Erdgeschoss hier an, gerade weil wir gerade keine Lampen hatten. So, und ich wollte mir nochmal eben mit hellem Licht hier dieses wundervolle Prachtstück anschauen. Die alte Zahnarztpraxis, ey. Wahnsinn. Das riecht wirklich wie bei einem aktiven Zahnarzt, wenn ihr da jetzt hingehen würdet. Das ist so verrückt. Hier sind die nächsten Termine. Aber ich glaube, das ist 20 Jahre schon zu. Ich habe keine Ahnung, das sieht relativ modern aus. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir alles gesehen. Jetzt müssen wir dem Mirko mal den Keller zeigen. Das geht auf keine Kuhhaut, was da passiert. Wo bist du? Kleine Drecksau. Hm? Wo bist du? Ist das wild. Jetzt gehen wir so in den Keller rein, ne? Und da ist der Dachboden ein Witz gegen. Hier haben wir alles von A bis Z an Ersatzteilen, was man sich vorstellen kann. Alles an Ersatzteilen, was man sich vorstellen kann. Ich kenne halt diese Marke jetzt absolut nicht, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob das selten ist oder ob das nicht selten ist, aber der hatte scheinbar ein Fable für dieses Modell. Und jedes erdenkliche Ersatzteil verfügbar. Wenn du hier weiter gehst, hast du nochmal ein Lager für Kleinteile. Aber das ist halt schon total eingestürzt und verfallen. Ja, mit einem Kennzeichen aus Camp Lindford Ost. Das ist nämlich noch der alte CO. Ja, mit vielen Ersatzteilen. Wahnsinn, ey. Und da ist noch nicht alles. Pass mal auf. Da sieht man schon mal leuchten. Es geht los. Was passiert jetzt? Warte. Storymaking. Sieht gut aus. Also eine Pagode, wenn das Ding in gutem Zustand ist, ne? Mhm. Kostet das richtig, richtig Tatas. Das ist aber dann auch das Auto, was hier zuletzt scheinbar reingefahren wurde und eigentlich so in einem guten Zustand ist. Ja gut, guck mal, das ist komplett Rost unterm Lack. Ja, aber guck mal, da hat sich auch jeder bedient dran, ne? Ja, Radio rausgebrochen oder was das war? Gerissen, ja. Das ist natürlich assi. Ja, gut. Aber die wurde auch fünfmal schon nachlackiert, da kannst du sehen, ist relativ pickelig, das Ding. Ja. Boah, das ist aber auch echt scheiße viel Arbeit, ne? Wenn du das so anguckst, ne? Alles irgendwie total zerfressen, das sieht ja noch schlimmer aus wie die G-Klasse, das Ding. Keine Ahnung. Oh, hier. Hab ich ein bisschen verschätzt. 65. Kostet sie? Ja, aber ja, im Top-Zustand. Ja, aber... Damit fällt's auf. Mit dem Auto fällt's auf. Ja, aber in dem Fall ist das halt echt nur noch so... Damit fällt's auf jeden Fall auch auf, wenn du damit fahren würdest. Aber guck mal hier, ich habe jetzt erst gedacht, das sind irgendwie Wassertropfen, das sind aber alles... Lack. Das ist alles Lack, der im Arsch ist. Ja. Ist das die Hälfte oder ist das hinten? Nee, ist ein 8-Zylinder, ne? Können 8-Zylinder sein. Müsste, ja. Da hinten gibt es noch ein bisschen was? Diese Chevy-Grün-Telefone. Guck mal hier gab es sogar die Heizungsanlage und die hat eine auseinandergebaut, um Kupfer zu klauen. Ah. Ist ja nicht viel drin, glaube ich, oder? Ich glaube nicht. Guck mal hier, das Fahrrad ist ja auch heiß. Oh, die alte SL-Felge hier. Kostet auch Asche. Noch ein Motor, ein Rumpf. Da geht das Telefon ja hier. Ja, cool. Also Leute, schaut euch an. Die Pagode. Der Cabrio. Ich bin total fasziniert, dass der Teil hier vorne eins ist mit Kotflügeln. Das hast du dann zusammengeschweißt, verschliffen und dann hast du ein Bauteil nur gehabt. Das ist total special, sieht das aus. Wahnsinn. Schönes Auto. Findest du? Ja, auch in Gold ist er eigentlich, glaube ich, ganz geil, ne? Nein. Da ist er. Hat er gebrannt? Nein. Was ist denn das für ein Ding? Das ist jetzt auch, das ist keine Pagode, das ist ein... Strich 8. Ja, frage ich mich gerade auch. Warum ist das hier alles so rusty crusty? Was ist das denn hier für ein Keller, ey? Schade, ey. Ist das geil, ey. Aber von innen... Ach du Scheiße. Heftig. Da sind Viecher auf jeden Fall drin hier. Die sich hier einnisten. Aber der fährt doch nicht mit dem Auto hier rum. Nein, warst du da hinten schon gucken? Nein. Das wird noch wilder. Pass mal auf, ich sag dir, das ist total kompliziert hier. Und jetzt kannst du immer nach links gucken, da stehen auch immer noch paar. Was? Doch. Mega, ne?
passt da? Wie? Das frage ich mich halt auch. Das war ein leidenschaftlicher Schrauber. Guck mal hier, krass. Die komplette Frontpartie. Wahnsinn. Na gut, da muss man hier runter. Und da, ach du Scheiße. Jetzt geht's immer einen weiter, hast du die nächste Garage. Nein. Doch, natürlich. Das wird total wild hier noch. Ach, Quatsch. Das ist doch so einer hier. Das ist der Hansa. Das Ding, ja, ne? Das ist der, sicher. Sieht man eine Heckflosse. Stimmt. Wie viele Autos sind das denn so? Ich, genug. Weißt du was, ich geh jetzt hier mal runter. Jetzt ja, bin ich eh auch. Einmal hier hinten. Ich geh vor. Nee, ich geh vor. Boah, ey, Alter, innen grün, der Benz hier. Das ist ja heiß. Was ist das, eine S-Klasse? Ich weiß nicht. Mega. Was hast du? Vogelnest. Ist das krass? Oh ja. Dafür umso mehr Gammel. Selbst das Armaturenbrett ist schimmelig. Scheiße. Was ist denn das für ein Modell? Ich habe keine Ahnung davon, aber das sieht sehr geil aus. Aber das ist überall zerfressen von den Viechern hier. Was ist das, eine S-Klasse oder? Was kann das denn? Das ist eine 350er SE. S-Klasse Elektro. Das ist das erste Elektro-S-Klassen-Modell. Wow, ey. Ich fall vom Glauben, ey, echt. Ein SLC. 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 Coupé, kein Cabrio. Genau, ein SL als Coupé. Geiz. Guck mal das Lenkrad an. Das ist ja riesig. Wow, ey. Das sind Schätzchen. Also das ist schon wertvoller wie das Ding, was da oben steht, die scheiß Pagode. Nein. Doch. Nein. Oh doch. Nein. 109.000 Kilometer gelaufen, das Ding. Was ist da draußen noch? Der Bus. Mega. Wahnsinn. Also wirklich spektakulär, Leute. Das ist unglaublich. Der ist weiß und die S-Klasse Elektro. Heißt natürlich keine Elektro-SE. Ich weiß nicht, wofür das E steht. Das ist mega. Also das ist wirklich... Das ist schön. Da hinten übrigens, guck mal, da haben wir ein Dach ausgetrennt, weil man wahrscheinlich dann ein Schiebedach mal nachrüsten wollte. Ein Faltdach, aber hat man nie gemacht. Und da hinten steht auch noch was, aber da kommst du alles nicht hin, weil wenn du da jetzt rüberkletterst über dieses Ding, da machst du Dellen da rein und so. Also ich habe da echt bei sowas Respekt vorne, weil das sind echt wertvolle Schätzchen. Und hier drauf rumzutrampeln, wie hier zum Beispiel auf der Motorhaube, Heckklappe mit dem Fuß abdrücken, das ist halt völlig uncool, ne? Wirklich. Also das ist wirklich uncool. Also was das für eine Qualität hat. Das Ding gammelt auf jeden Fall nicht. Das steht hier einfach trocken. Wahnsinn. Was ist hiermit? Abgeschlossen. Schade. Aber Wahnsinn, ey. Ist das krass. H4. Mega, ey. Mit dem Chrom da um die Scheinwerfer. Die Stoßstange, Doppelstoßstange, Chrom. Mega, wirklich. Echt, echt toll. Ja, einfach unglaublich krass, ey. Wirklich. Ja. Und was ich noch krass finde, ist, dass hier überall nach Kot riecht und jeder hier gefühlt einmal in eine Ecke gelegt hat. Ja, ist ja wirklich so. In jeder Ecke ist hier einmal der Boxenstopp, da einmal, bevor man zu nervös wird, nochmal ein Ei legen. Ja, mega. Echt. Also. In jeder Ecke liegt noch ein Fernand. Komm, wenn ich wieder rein muss, man versteckt vielleicht. Mach mal die Leiter fest, ich mach mich gleich lang. Quatsch. Schön. Viel mehr passiert jetzt hier nicht. Ich finde es halt nur super. Super creepy. Weil das so ein bisschen so einen Stollencharakter hat hier. So Gefühl, ne? Also geht dann hier noch in der Ecke. Hier ist man so ein Feiner reingekommen, ein Träger. Da ging es auch mal lang, hat man zugemacht. Hier war ja auch mal offen. Also alles ist irgendwie ein bisschen wie wahr und wild. Und hier unten, ja, hier stehen halt theoretisch eher gute alte Autos, die aber einfach nur noch kaputt gehen. Das war's. Schade um diese Schätzchen. Wirklich. Hier drüben bin ich gerade einfach vorbeigelaufen. Das ist auch wieder so ein Element 3000. Also Platz hatte der auf jeden Fall hier. Checken wir mal kurz hier. Peter Morlöws Langenfeld-Rheinland. Krass, okay. Langenfeld. Das Auto kommt aus Langenfeld. Nee, das ist ja wieder das Ding. Komische, ominöse mit diesem Heckspoiler. Ich finde ihn hässlich, muss ich sagen. Ich mag diese Ami-Hecks nicht. Wahnsinn. Ist schon nicht schlecht. Schon geil, ne? Ja. Ja, finde ich auch mega. Das sieht echt cool aus. Vor allem das Ding, das ist so wuchtig. Ich habe erst gedacht, das ist ein Kombi, weil das so riesig ist, das Ding. Und der ist halt auch irgendwie sensationell. Ja, ich gehe schon mal, ne? Ja. Guck mal, was uns hier noch erwartet. Nichts mehr, nur noch Scheiße. Nur noch Müll. Was ist mit Licht hier? Was ist das denn? Oh, das ist hier eine rote Lampe, die ist eingekreist. Was soll das? Was ist das? Warum? Naja, Leute. Ich würde sagen, das war's. Wirklich schick, muss man sagen. So,
ich bin ein bisschen sprachlos, auch wenn ich schon mal hier war, aber wo halt so viel los war, hat es nicht so wirklich Bock, dich mit im Detail mit so Dingen zu beschäftigen, weil es halt wirklich so ein Durchrennen war. Aber das ist geil, oder? Dein ist noch ein Raum. Oh. Geradeaus. Ja, da war ich schon. Das ist aber alles eingestürzt. Da sind auch nochmal so wie hier Ersatzteile. Mega, gibt's oder? Gibt ja auch noch nicht genug davon. Gibt's noch nicht genug? Mega, oder? Was sagst du? Ja. Also das Ding hätte ich gern vor 10 Jahren mal also so gesehen. Also der einfachste Ausgang ist da vorne, ne? Brauchst du da die Böschung nicht wieder hoch. Durch die Garage durch. Aber Böschung hoch ist einfacher wie Böschung runter. Du willst doch nur, dass ich mich lang mache. Ja. Resümee dieser Location, was sagst du? Ist cool? Wo kann man einen Autohänger mieten? Ne, sag mal ehrlich, war gut. Wundert mich, dass die Autos noch hier drin stehen. Ja, aber die sind halt auch wirklich fertig. Ja, das heißt nichts. Ja, weiß ich nicht. Ob die super wertvoll sind, wenn wir nach der Fahrgestellung machen sollen. Eins. Vielleicht, ja, genau. Das Spiel hatten wir schon. Das Spiel hatten wir schon mal und dann war plötzlich nur die Kappe weg, wo eins drauf stand. Keine Ahnung, Leute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es wie immer in die Kommentare. Ich weiß, hier waren einige schon und die haben ein Video dazu gemacht. Und ich habe es ja gerade erklärt, ich finde, es geht nicht darum, dass man immer die heißeste Location bringt, sondern jeder die Geschichte anders erzählt und immer wieder was anderes herausfindet. Und das ist einfach so der Hintergrund. Ich fand es ganz gut. Der Hintergrund ist, es gibt 20 Videos und in jedem steht XXL irgendwas bla 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 gefunden. Jeder findet das. Keiner kriegt es geschickt. Jeder findet das. Selbst gefunden. Ja, ich wäre gerne hier gewesen vor ein paar Jahren, so 5 Jahre, 10 Jahre, aber geht halt leider nicht. Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Genau, auf der Seite könnt ihr den Kanal abonnieren, auf der anderen Seite könnt ihr Videos schauen, was euch vorgeschlagen wird. Bis bald. Tschüss.